Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Brothers, A Tale of Two Sons. Wir sind in der mittlerweile sechsten Folge und wir haben hier aufgehört bei den, was ist das? Böcken? Und da wollen wir jetzt nochmal hier reingehen. Gucken, was die hier so machen mit uns. Ah, reit mir. Wie geil ist das denn? Kann der Kleine auch reiten? Jawoll, wie geil ist das denn? Lululu. Schöne Choreografie auf jeden Fall. Das ist ja lustig. Cool. So. Wir können jetzt hier. Können wir was machen eigentlich? Oder ist das jetzt hier nur. Nö, können wir nichts machen. Also wäre ein lustiges kleines Gimmick. Können wir auf ein paar Viecher reiten. Aber hier ist nichts weiter. So, denn, ja, na gut, denn, wenn hier, warte mal, ich kann ja hier mal. Oh, Natanai, wo soll ich hier hin? Übrigens habe ich herausgefunden, dass einer von beiden heißt Naya und der andere Nayi. Ich glaube, der große ist Naya und der kleine Nayi. Der muss jetzt hier rein, oder was? Oder muss er jetzt hier rauf? Hä? Da! Müssen da. Okay. Kommen wir da rauf jetzt, oder? Ah, warte mal. Mit den Böcken vielleicht. Nee, auch nicht. Ich hätte gedacht, dass die so... Nee. Bei der Kleine vielleicht nur. Nee. Na gut, dann nicht. Gehen wir mal wieder zurück. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Alternativwege wir hatten in der letzten Folge. Denn in der letzten Folge habe ich denn ausgemacht. What? Wo kommen wir denn? Ach, wir kamen von da. Ah, okay, wir kamen von da. Also müssen wir jetzt hier rüber. Oder auch nicht. Okay. Jetzt bin ich doch ein wenig verwirrt. Oder wir müssen mit den Böcken darüber. Das kann natürlich auch sein. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Bergzicken, sag ich jetzt mal. Oh. Ja. Wir spielen übrigens. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Oh mein Gott. Ja, hier müssen wir definitiv hin. Wir spielen die beiden Brüder gleichzeitig. Der große Bruder ist der linke Stick, der kleine Bruder der rechte Stick. Und das macht so Laune. Haha, geil. Wir reiten auf unseren Pferdchen quer durch. Ja, nee, ist klar. Quer durch die Pampa. Ups. Manchmal kommen wir natürlich auch ein bisschen durcheinander. Ja. Willst du nicht weiter hier? Bin ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt. Oder muss erst der Kleine vielleicht dahin? Ne, der Kleine kommt da gar nicht hin. Na, wir kommen aber auch nicht hin. Also wir müssen definitiv die Böcke benutzen. Nicht wahr? Ja. Ah, die steuert sich gerade ein bisschen seltsam, auf jeden Fall. Ach so, okay, der muss da lang und dann müssen wir wahrscheinlich hier lang. Okay, ah, jetzt geht's. Der wollte gerade nicht so, wie ich wollte. So. Und die beiden liefern sich ein Wettrennen. Es geht um Leben und Tod, aber... Die liefern sich ein Wettrennen und der Kleine ist in Führung. Wunderbar. Das war eine coole Idee auf jeden Fall. Haben sich die Entwickler was sehr, sehr Geiles ausgedacht. So, schauen wir mal hier. Jetzt sind wir hier schon oben. Was bist du denn? Sieht so ein bisschen aus wie so ein verrückter Professor. Hat so ein bisschen was auf jeden Fall. Ja, was soll ich damit?
Okay. Soll ihm irgendwie helfen, so wie es aussieht? Kommen wir denn da rüber? Kommen wir überhaupt rüber? Ja, kommen wir. Ah, die Frage ist jetzt eher. Okay, wir kommen hier mit rüber. Schaffe ich das auch mit dem Ding hier? Ne, mit dem Ding schaffe ich das nämlich nicht. Interessant, da wollen wir mal schauen. Na komm. Oder ich hätte jetzt mit dem Großen weiterlaufen müssen. Na klar, weil der Große war jetzt auf den Kleinen. Oder wir müssen erstmal hier rüber. Denn irgendwie an der Kurbel drehen, dass ich denn wahrscheinlich mit dem Teil dann rumkomme. Aber kann ich mir auch nicht vorstellen, weil ich glaube, dass sich das Ding jetzt hier gar nicht aktivieren wird. Richtig. Seht ihr das? Weil passiert nämlich gar nichts. Weil wir brauchen ja diese komische. Komme ich hier runter wieder oder muss ich jetzt den ganzen Weg runter? Ach, dein Ernst jetzt? Dein Ernst jetzt? Muss ich jetzt wirklich runter? Oh. Na gut. Dann wollen wir nochmal schnell zurück. Ist jetzt nicht so weit. So, aber wir kommen hier nicht. Ich sehe es gerade nicht, ehrlich gesagt. Wie ich jetzt hier rüberkommen soll. What the fuck? Nee, ich sehe es absolut nicht. Ihr habt es bestimmt schon entdeckt, aber ich sehe es noch nicht. So, ich bin hier. Kann ich mit Naye irgendwas machen? Ne, mit Naye kann ich irgendwie nichts machen. Oder kann. Oh, warte mal, oder können wir das rüberwerfen? Ne, da macht gar nichts. Doch! Ah, okay. Einfach nur mal den Träger loslassen. Und schon wirft er ihn weg, als wäre es. Irgend so ein Teller Rosenkohl. Rotkohl wollte ich schon sagen. Rotkohl ist ja lecker. Ach, dein Ernst jetzt. Dein Ernst jetzt? Willst du was auf die Fresse, Kleiner? Oh, Junge. Komm. Geh in die Ecke. Spinnst ja wohl. Dich nehme ich nochmal mit, Alter. Du bist nicht mehr mein Bruder. Ich glaube, das beißt. Also nochmal. Was? Wie habe ich das eben gemacht? Ich habe doch einfach nur. Ich könnte ja ausrasten. Na komm. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das definitiv hin, die Folge. Das war jetzt nicht so schwer, oder? Was? Jetzt sag mir nicht, dass der Kleine da irgendwie mit in der Nähe stehen muss. Das wäre ja natürlich richtig blödsinnig, oder? Also meiner Meinung nach. Okay, der Kleine muss in der Nähe stehen. Alles klar. Halt. Die werfen sich das quasi zu. Das ist wahrscheinlich der Hintergrund. So, Kleiner, geh mal rüber. Dann werfe ich dir das zu und du fängst. Hast du das verstanden? Du fängst das. Das schaffst du. Hau rein. Jawoll. Ah ja, fast. So. Jetzt tu mal was für dein Geld. Sehr gut, setz es ein. Jetzt kurbeln wir ein bisschen. Ah, okay. Und wir schieben Opa ein bisschen weiter nach oben. Wir sind zu uns. Wart auf uns. Wart auf uns. Hallo, hallo. Nicht weglaufen, nicht weglaufen. Das sieht aber ziemlich lustig aus, wie der läuft. Laut den Schatten zu urteilen, die jetzt erst laufen, die eh alle ein paar Zentimeter über dem Boden. Nöp. Hallo. Wir müssen dahin.
Das war's? Wahnsinn. Vielen Dank fürs Gespräch. Echt. So, gut. Haben jetzt geholfen. Ups. Das war ein bisschen schwierig. Die beiden gleich. Ah, das meinen sie. Dieses Fluggerät dürfen wir jetzt scheinbar benutzen. Was haben wir denn hier? Oh, nochmal. Ja, ist ja gut. Guck da lieber rein. Okay, wir müssen hier hin. Sieht irgendwie nicht gefährlich aus, so von irgendwelchen Tieren oder irgendwelchen Trollen. Ich sehe zumindest keine. Oder schläft da vielleicht irgendwo einer? Nee. Nee. Und hier ist dieser komische Turm. Da ist aber auch keiner zu sehen gerade. Da oben ist auch kein. Aber da oben ist ein Käfig. Wenn ihr mal guckt, im linken Fenster ist wieder so ein riesiger Käfig. Sieht zumindest aus wie so ein Käfig. Was ist, wenn der Kleine durchguckt? Sieht er vielleicht was anderes? Ne, er sieht genau die gleichen Sachen. Ich habe das Gefühl, er hat einen anderen Winkel. Also ein bisschen das Gefühl. Nun gut. Schnell weitergehen. Bevor sich der Opa hier anders überlegt, dass wir sein Ding benutzen dürfen. So, wollen wir mal schauen. Oh Gott, jetzt geht's los. Kann ich irgendwas machen? Nee. Ah doch, okay, wir können so lenken. Das ist ja geil. Das ist richtig geil. Oh, ich liebe den Soundtrack. Hammer. Der Soundtrack erinnert mich so ein bisschen an Halo. So ein ganz kleines bisschen durch diese Trommeln im Hintergrund, oder was das auch sein soll. Diese Rhythmus erzeugende Dinger. Wow! Oh! Wo wollen wir denn hin? Wow, fuck. Komm, das schafft er. Schaffen wir. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo wir hin müssen. Mal nach links oder nach rechts? Aber wir müssen bestimmt dahin. Komm, das schaffen wir. Jawohl. Hammer. Und wieder einmal stelle ich mir die Frage. Wir haben alle Strapazen auf uns genommen, um dahin zu kommen, wo wir hin wollen. Aber wie kommen wir wieder zurück? Das ist so für mich die Frage aller Fragen. Da ist ein Seil. Okay, das Seil können wir benutzen. Okay. Ich sehe es gerade noch nicht, was das Seil jetzt damit zu tun hat. Oder ob es uns einfach nur schützt und rettet. Wir klettern mal ein wenig. Achso, jetzt muss ich. Komme ich da noch ein bisschen weiter hin? Komme ich da hin? Okay. Okay. Der Kleine vielleicht dahin? Also kommt da auf jeden Fall hin. Ach! Ich ahne es.
Und zwar, der Große ist ja kräftig. Den nehmen wir jetzt dahin. Und der lässt jetzt los. Genau. Und du schwingst jetzt hier ein bisschen. Oh Gott. Das soll der Kleine schaffen? Auf deine Verantwortung. Geronimo! Eieiei, sehr gut. Das ist eine richtig geile Idee, wie ich finde. Oh, falscher Stick. Eine richtig geile Idee. Hammer. So, Kleiner, halt dich fest. Juhu! Hammer. Wirklich Hammer. Ich feiere das Spiel, das ist unglaublich. Okay, jetzt wird es ein bisschen kniffliger. Zup. Ach. Zack. So. Okay, dich halten wir fest und du gehst jetzt hier rüber. Sehr gut. Kräftige Lausbuben. So, jetzt ist natürlich eine Links-Rechts-Umkehr. Jetzt muss ich wieder kurz überlegen. Der lässt los und der geht hier rüber. Genau. So, jetzt ist wieder richtig rum. Zack. Und so. Hammer. Absolut Hammer. Das ist so genial. Ich hätte nochmal Bock auf den Soundtrack. Ich hoffe, der wird gleich nochmal eingespielt. So, komm, Nai. Komm, kleiner Bruder. So. Sehr gut. Die erste Hürde haben wir gemeistert. Wie die nächste Hürde aussehen wird, das erfahren wir in der nächsten Folge von Let's Play Brothers. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert uns, empfehlt uns, was auch immer. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage wie immer, tschüss, bis dann.